Morgen, morgen, Mensch, Mitglotz. Wir sind wieder in Total Tank Generals. Ja. Dritte Mission steht an. Schlacht von Gela, also ab nach Sizilien. Ich weiß aber nicht, warum das zweimal da ist. July of 1943. After winning in North Africa, the Allies have commenced a landing operation in Sicily. The British are conducting their offensive in the southeastern part of the island, while the Americans and General Patton's 7th Army are pushing from the south. Invading the homeland of one of the major Axis powers is an immensely large step towards victory. You will be tasked with securing and expanding an American beachhead. In order to succeed, you will need to take control of the town of Gela, which will allow you to continue your march further inland, where you will join up with the British forces. Jetzt bin ich mal gespannt, wenn wir uns jetzt mit den Briten vereinen sollen, ob dann eine dritte Partei auf der Karte ist. Das wäre natürlich sehr cool. Okay, vielleicht will er in 7 Runden einnehmen, 9 oder 11 Runden. Ansonsten steht hier nicht mehr. Na gut. Das ist übrigens unser Kampagnenfortschritt. Die erste Mission ist wie immer ultra schwierig. Das war knapp und seitdem, also die zweite ging wiederum. Mal gucken, wie die jetzt hier wird. So, Battle of Gela ist auch eine ganz kleine entspannte Sache. Also, entspannt weiß ich noch nicht. Aber dadurch, dass ich an 3 Punkten anfangen kann und auch 3 Punkte einnehmen muss, 2 hier sind ziemlich nahe beieinander, bin ich mal gespannt. Ich will schnelle Panzer hier hinten haben. Ich darf den Punkt hier links nicht verlieren. Das heißt, wenn die da angreifen, dann wollen die mal die Artillerie vielleicht woanders haben. Oder sehen wir schon die ersten Feinde auf dem Flughafen? Das ist eine schwere Infanterie und eine leichte Infanterie. Ich muss zugeben, ich weiß immer gar nicht, was so richtig geil ist gegen schwere Infanterie. Die sind halt gut, die haben eine leichte Verteidigung. Das heißt, wenn ich mit schwerer Verteidigung in die reinballere... Nee, ist ja mit der Waffe, die hohen Schaden gegen leichte Verteidigung macht. So, ist das nicht schlecht. Aber die sind selbst halt auch mit 24 Orts gut gegen leichte Truppen. Und mit 16 auch nicht so schlecht gegen... Hier, der Panzer hier zum Beispiel. Der hat leichte Verteidigung nur 5. Das heißt, da gehen einfach mal 11 in seine Richtung. Das ist schon nicht verkehrt. Gibt natürlich noch weitere Abzüge. Während er, die haben ja leichte Verteidigung, nur 19 macht. Und die 4 Verteidigung haben, also 15. Ich weiß nicht genau, wie die Treffer hier so richtig stehen. Weil das sind ja einfach nur 10 Gesundheit. Ich weiß noch nicht genau, wie sich das die ganze errechnet. Ich habe zumindest immer das Gefühl, dass meine das nicht schaffen, die vernünftig wegzukriegen. So, fortschrittliche leichte Panzer haben wir noch ein bisschen. Ich will jetzt aber auch nicht nur hier unten die Panzer alle haben. Wobei, wir wollen halt schnell zu dem Flughafen hier oben kommen. Dann nehmen wir vielleicht doch mal einiges hier drüben in Kauf und ein bisschen was hier drüben mit. Auf jeden Fall brauchen wir eine Aufklärung. Sowohl da... Hier unten weiß ich noch nicht. Wenn die so schnell weggeballert wird, hilft mir die ja nicht. Ich weiß ja nicht, was hier noch so haust. Wir platzieren sie erstmal. Wir platzieren sie aber auch. Naja, man sieht jetzt schon ein bisschen eine Stadt rein, aber den restlichen Kram sieht man halt nicht. Weißt du nicht, ob man das schon muss? Wir könnten die noch hier positionieren und dann hier sehen, was hier im Wald hockt. So, Artillerie. Artillerie und Luftabwehr. Na doch, lassen wir mal dort. Zweite Luftabwehr hatten wir nicht, aber wir haben noch Panzerabwehr. Weiß nicht, ob wir die auf der Seite brauchen. Wahrscheinlich brauchen wir sie eher hier drüben. Wobei das mit dem Wald hier bestimmt eklig wird. Wir können hier noch einen leichten Panzer gegen die Truppen reinhalten. Noch eine Panzerabwehr. Frage ist halt, wo die kommen. Wo was ist? Ich weiß halt noch gar nicht. Der Mörser, der ist halt hier eigentlich nicht schlecht. Einfach, weil er dann schon hier rein schießen kann und auch in der Stadt mit rumgammeln kann. Da muss er nicht vorlaufen und so was machen. So, wir brauchen auf jeden Fall Infanterie hier drüben noch. So, die Frage ist, wo setzen wir die Sturmtruppen hin? Eigentlich hiermit. So ein bisschen als Joker. Allerdings, ich weiß auch nicht, was da oben noch so auf mich lauert. Ist ja auch noch so eine Option. Und wenn ich woanders keine Bodentruppen habe, wie hier drüben. Ich brauche halt ja auch hier Kanonenfutter. Wahrscheinlich muss ich mir hier drüben dann welche... holen, wenn ich was erobert habe oder so. Ich weiß es noch nicht.
Vielleicht darüber. Da noch einen abziehen. Hier drüben haben wir ja gerade relativ viele. Wobei hier im Wald haben sie, das sind die Sturmtruppen halt schon echt nicht verkehrt. Vielleicht hier drüben noch eine normale Truppe abziehen. Und mit hier hinpacken. Panzerabwehr schon vorne an der Front. Ja, eigentlich warum nicht? Wir können ja auch einfach noch Truppen kaufen, wenn es soweit ist. Die Mechanischen hier zum Beispiel. Die haben Panzerung gegen schwere Sachen. Die sind halt gegen Infanterie nicht so gut gerüstet. Allerdings machen die halt ordentlich Schaden. Wenn ich das so richtig interpretiere, könnte man eigentlich auch eine mit denen platzieren, um da ranzukommen. Vielleicht sogar da. Man müsste doch gut sein gegen die. Naja, wir werden sehen. Wir fangen das Ganze erstmal an. Feinde spawnen halt auch noch. So, gucken wir mal, dass wir das hier vernünftig ins Bild kriegen. Tada. Sollte passen. So, wie ist dein Schaden gegen die? Beziehungsweise eigentlich müssen wir erstmal eine Artillerie reinschießen. Ja, hat beim einen nicht geholfen. Dann müssen wir hier nochmal mörsern. So, das ist ein leichter Panzer. Oh, der wurde schon weg, denn. Wenn ich jetzt schon reinschieße, rennen die schon weg, alle Mann. Könnte ich halt den Punkt schon erobern. Ich könnte das auch einfach nochmal reinmörsern. Ich meine, woanders weiß ich eh noch nicht, wo ich die hinmörsern will. Komm, machen wir das mal. So, vertreiben wir die Feinde schon mal. So, jetzt fährt der Aufklärer unten rum. So, Pony entdeckt. Fahr mal rein da. Pony könnten wir von hier aus beschießen. Oh, der hat Stufenaufstieg. Kontrollzone ignorieren, Verteidigung plus 1 oder Sichtweite plus 1. Oh, noch mehr Sichtweite. Oh. Oh, Premium. Da hackt deren Mörser. Nee, ist auch eine schwere Infanterie. Oh, hier sieht man's. Der hier sah kurz so aus, aber der hat auch eine MG-Pfote. Okay, okay. Ich sollte nicht Aufklärer werden. Wie gut bist du gegen das Pony? Von hier aus? Von hier aus kannst du. Bisschen das Pony schon mal treffen. Ah, ich muss den leider ein bisschen vorfahren. Ach, ich verdrück mich gerade. Oh, der macht da ordentlich Schaden. Da macht er ordentlich Schaden gegen die Sturminfanterie. Mehr wird's aber mit ihm nicht. Wir könnten ihn nur noch platzieren, um Kontrollzonen zu bieten. Aber nach hinten kommt er halt noch raus, ja. So, dann die fortschrittlichen Leichenpanzer. Wie gesagt, ich würde die eigentlich gerne nach oben schicken. Aber ich glaube, ich schicke erstmal noch eine Infanterie vor, die hier mal kurz gucken geht. Was haben wir denn so gesichtet? Nix an Wald gelaufen. Okay. Da hat einiges auf meine Infanterie geschossen. Von Panzerabwehr zu schwere Infanterie. Die Panzerabwehr ist natürlich ungünstig, wenn ich jetzt mit den leichten vorgefahren wäre. Gut, dass wir das nicht gemacht haben. Könnte ich hier natürlich auch mit der Artillerie reinschießen oder wir schießen hier nochmal nach. Ich glaube, wir schießen da nochmal nach. Die sind sowieso alle schon ziemlich abgefuckt. Und schießen wir da noch eine rein. Fahren wir mal die 211er vor. Schießt mal noch ein bisschen. Der mittlere fährt noch vor. Wir ja auch noch mal rein. So, haben wir schon mal einen ganzen Trupp ausgelöscht. Ponys werden auch noch beschossen. Von hier vielleicht auch noch mal. So, und der Rest hier hinten ist gerade ziemlich unsicher. Die hier stehen halt blöd jetzt. Da haben wir aber jetzt auch nicht mehr, um die zu schützen. Die waren ja mehr so ein, guckt mal, was da ist. So, wobei ich hätte mit denen ja auch mehr machen können vielleicht. Ach, jetzt haben wir es, wie es ist. Dann fahren wir vor. Schieß mal den Rest Pony weg. Ich habe gesagt, du sollst sie wegschießen, nicht daneben schießen. Ach nee, ey. Ich kann mir noch so nicht die brauchen. Wie sieht's denn hier aus? Hier machen wir schon gar nicht so schlecht Schaden. Guck mal rüber. Oh, Mörser ist übrigens gestiegen.
Angriff auf schwere, auf leichte oder noch mehr Reichweite. Müsste sich halt nicht immer so viel bewegen. So, was haben wir danach? Munitionsnachschub, Infanterieabwehrtraining, Schreckgespenst. Wir nehmen die Reichweite. Hat er die jetzt gekriegt? Ja. Das ist ja auch vernünftig. Könnt ihr eigentlich stürmen? 65%. Naja, wir könnten die auch einfach ein bisschen abschießen. Schießt man lieber auf die. Eine zurück, die geben wir eine vor. Wenn ihr stürmt, ihr habt sogar noch 28% Chance. Okay. Und verschanzen wir uns. Den Börse haben wir schon. So, wie schaut es denn hier drüben aus? Erstmal der Aufklärer. So, wir haben schwere Infanterie. Wir haben weiter Kavallerie hier. Mensch, ganz schön viele Kavallerie zurzeit. Und vor allem hier ist jedes Feld anscheinend bedeckt. Also die Stadt scheint um einiges besser verteidigt zu sein. Schöner Treffer. Wenn die Moral dieser Einheit auf Null liegt, wird sie eine Pille wiederbelebt. Statt zu sterben. Doch einfach mal das. So, Panzerkampf. Meiner steht aber im Wald. Und darum trifft meiner nicht. Ach komm, ey. Ja, meiner ist halt ein leichter Panzer jetzt. Warum könnten die so schlecht laufen? Habt ihr irgendwelche Fußprobleme oder so? Die Sturminfanterie schafft das halt gar nicht. Dann brauchen wir hier drüben auf jeden Fall Verstärkung. Sonst kommen wir hier nicht voran. Der muss weg. Mach mal weg. Ach komm, ihr dürft auch einfach mal treffen. Das ist doch nicht so Fülle verlangt, oder? Ist das zu Fülle? Jetzt hauen die aber ab. Abbruch. Luft immer noch ran. Könnt ihr noch was machen? Nee. Das Pony hat vorher noch mal gerne abschießen. So, versucht mal euer Glück. Hat nicht geklappt. Das ist aber jämmerlich gerade. Jämmerlich, Leute. Schwere Infanterie schießt die da einfach über den Haufen. Da bin ich mir schon mal sicher. Schießen wir jetzt das Pony ab oder schießen wir die Infanterie ab? Wir schießen auf die Infanterie. Auch wenn das eine schwere Infanterie ist. So, wir haben noch eine Luftabwehr. Die können wir einfach hier parken. Und mal schießen lassen. Ist nichts geworden. Wäre ja auch zu schön gewesen. So, der Speer dahinter, der leichte dort. Dich haben wir auch schon bedient. Du kannst nachfahren. Was haben wir noch? Fahr auch mal mit vor. Wenn jetzt hier rum will, sind unsere Infanterietypen noch im Weg. Hier muss er über den Fluss kommen. Sonst kommt er nicht ran. Das heißt, der fährt hier runter und schießt auf die. Die Sturm schießt auf die, aber die kann nicht viel anrichten gerade. Wir könnten hier auch noch einen mittleren oder noch einen leichten platzieren. Den erstmal abschießen. Dann hier rüberfahren.
Und da nochmal reinfeuern. Wir können einfach nirgends reinfeuern, weil einfach niemand trifft. Verdammt, ich wollte die eigentlich nutzen, um hier oben reinzukommen. Jetzt habe ich alles auf die Stadt konzentriert. Wahrscheinlich auf die Stadt und dann oben in der Mitte durch. Ich weiß auch nicht. Da oben ist halt auch noch was. Da müsste ich einfach nur mal hingucken. Jetzt haben wir aber erstmal nichts. Wir müssen erstmal was erobern. Wir stehen ja kurz davor. Frage ist halt, was machen wir mit den anderen? Ich kann die Panzer halt gerade da oben nur bedingt die brauchen. Da haben wir noch einen mittleren Panzer. Okay. Der könnte jetzt rüberfahren und meine Aufklärung abschießen. Der weiß ja gerade, wo meine Artillerie steht. Also bewegen wir die mal ein bisschen. Panzerabwehr. Ja, da kommt jetzt keiner von denen ran. Nee. Kannst du ruhig eine vorfahren. Weiter lieber nicht. Weil die könnten hier rüber und den drauf schießen. Na gut, jetzt ist es wie es ist. Noch einen leichten Panzer. Wenn der mittlere halt vorfährt, könnte es eklig werden. Also der wird vorfahren, da bin ich mir schon mal sicher. Hier oben ist halt auch noch einer. Sogar ein fortschrittlicher mittlerer Panzer. Aber bis ich mit dem da oben bin, die Frage ist, wie rum fährt der? Schießen kannst du nicht mehr, du kannst nichts mehr machen. Ihr könnt alle nicht mehr machen. Ich glaube, ich bin mit allen durch. Komm, erste Runde. Jetzt kommt erstmal wieder die üble Bang-Phase. Was überlebt? Was zeigt der Gegner alles an? Das habe ich keine Lust. Die reicht nicht so weit aus, was? Da kommen die ersten Angriffe. Wo der Panzer Platz kriegt. Zum Glück verfehlt. Da drüben auch. Damit die Panzer nachschießen können, wa? Meine Aufklärung, nein! Der kommt über den Teich gefahren, dass der noch so viel Ausdauer hat, um das machen zu können. Ist das ein Stromangriff? Nee, es geht ja nicht übers Wasser. Doch, was? Ein Panzer, geht das so gut, ja? Bei mir stand da gefühlt immer 0% dran. Ah, jetzt schießen sie die tot. Wir haben halt alles ausgetauscht, damit sie einer in der Tod kriegen. Oh. Oh nein. Aufklärer ist weg. Und das war noch der gute Aufklärer, ja. Der noch ein weiteres Feld glotzen könnte. Jetzt schießen sie halt alles rein, was sie haben. Verdammt. Verdammt. Panzerabwehr schießt auf Infanterie im Wald. Noch mehr Panzer von oben. Oha. Oha. Sturmgeschütze. Ah, jetzt holen die sich die Infanterie. Ja, irgendwann war es ja klar, dass sie da. Jetzt haben wir jetzt verloren. 3-4 Einheiten. 2 Infanterie. 3 Infanterie. 4 Infanterie. 4 Infanterie, glaube ich. Oha. Das war teuer. So. Was machen wir jetzt? Die Panzerabwehr kann von dort aus nicht treffen. Aber von hier. Ja. Sie hätte treffen können. Sie wollte mal wieder nicht. Dafür hat die Flak zumindest getroffen. Leute. Oh ey. Was soll man denn auch machen? Die trifft halt jeder bitte nicht. Volltreffer auf die Flak.
Meine sind aber auch schon hart angebrochen. Meine Güte. Ich würde gerne nach oben zu dem verdammten mittleren Panzer kommen. Aber vielleicht kriege ich den auch damit weg. Versuchen? Scheiße, ich kann nur ranfahren. Wobei, was ist denn, wenn ihr den einfach kaputt macht? Schafft ihr das? Sturm vielleicht nicht, aber normalen Angriff. Ha! Bastarde. Also, wenn die nicht treffen, dann könnte es auch sein, dass der könnte zu Hause bleiben. Was ist mit dem? Warum schießt denn der so? Der ist so ultra angeschossen schon. Jetzt trifft der den tatsächlich auch schon. Was machen wir nur Feines? So viele Sachen, die hier noch hochschießen können, habe ich leider nicht. 50%. Das ist aber dolle wenig. Dolle wenig. Da schießt halt auch nochmal vorher was auf mich. Die blöden Panzer da oben hocken halt auch noch da. Der mittlere ist schon durch. Komm. Ja, natürlich steigt er jetzt ein Level statt kaputt zu jeden. Ach, so ein Quatsch. Das ist eine dumme Funktion, mal ehrlich. Ich mag die gar nicht. Ich kann hier vom Tod nicht ausstehen, dieses... Oh, wir sind völlig zerstört. Oh, jetzt haben wir Erfahrung gewonnen. Jetzt geht's uns wieder gut. Warum? Jetzt fährt der Panzer hier von oben durch und schießt mir alles weg. Ach, komm. Ich komm da drüben halt jetzt auch nicht mehr hin. Da sind die ganzen Hampelköpfe da in der Stadt schon so hart eingeschlossen. Prozent, mach mal. Alter, was für die Waller. Was ist denn jetzt Stufenaufstieg oder nicht? Mal darüber. Ja. Alles halt schon bedient gewesen. Den auch schon, ja. Die haben wir mit angegriffen. Okay. Was haben wir überhaupt noch? Der hat halt keine Treffer mehr. Der muss eigentlich zurück und sich reparieren. Stürmen schafft er halt auch nichts. Wenn ich das Feld da jetzt preisgebe, dann stürmen die da nachher rein und schießen mich auch so ab. Ja, vielleicht so nicht. Mal gucken. Guck mal, ich habe keine Moral mehr. Ich habe gehofft, dass ich ein bisschen mehr Schaden mache. Aber leider nicht. So, wir haben noch eine leichte Infanterie, die könnten wir hier noch mit rüberholen. Gucken wir mal, was die. Warum laufen die denn jetzt so komisch? Warum ist denn das nur so eine Symbolik sozusagen? Irritiert mich ein wenig. Einfach verschanzen. Dann können wir nochmal schießen. Schieß die mal ab. Schieß die mal ab. Schieß die mal ab. Schieß die mal ab.
die Artillerie hier rüber. So, noch Punkte haben wir für höchstens noch eine Infanterie. Infanterie vorschmeißen. Und die Panzer nicht angegriffen werden so hart. In der Hoffnung zumindest. Dann nächste Runde. Panzerabwehrtraining genommen. Okay, die müssen fliehen, die hauen auch ab. Aber jetzt schon voll die andere Flussuferseite da noch. Natürlich wieder verfehlt. Wie wär's so? Also wie soll es doch anders sein? Kommt da noch mittlerer Panzer an die Farm? Sogar ein fortschrittlicher mittlerer Panzer. Ja, die schießen jetzt mal die ganze Panzerreihe da weg. Es sind halt noch einige, die da ballern können. Da habe ich da unten bloß noch Unterstützungseinheiten. Kacke. Was ist denn da los? Greifen mit allem Feuer an, damit sie den schwächen, damit sie den stürmen können, wa? Sturmangriff gescheitert, ja, jetzt kommt hier die große Front. Hm. Natürlich. Gleich wieder Level up. Noch mehr Schaden auf schwere Ziele. Zum Glück schießt er gerade auf leichte Ziele, der Depp. Noch mehr Panzerabwehr. Meine Güte, wie viel haben denn die hier hinten? Was hat denn da oben rechts in der Ecke? Shit, noch mehr Moralverlust. Das ist mein Panzer. Ich kann doch nicht alle da verlieren, bitte. Nö. Ich hab's gewusst. Ah, die auch neu gestiegen. Was zur Hölle, ey, ist das hart. Ich muss den Scheißpunkt hier erobern. Schaffe ich das irgendwie? Haben die ja noch eine Luftabwehr? Ich sehe sie nicht, wenn sie nicht gerade im Flughafen steht. Ach. Versuch mal dein Glück. Na, nur 25% Chance. Zurückfahren kann ich mit dem auch nicht. 0% Chance. Okay, erstmal die Artillerie. Schießt erstmal in das Feld da rein. Das Feld ist richtig abfuck. So, der hat bloß noch einen Schuss. Ich kriege die Moral halt nur minimal gesenkt. Hier können wir aber das Verschanzen wegnehmen. Versucht mal euer Glück hier. Stirbt daran meiner? Ich mache halt nur wahrscheinlich keinen Schaden. Aber jetzt haben die, haben jetzt schon keine Munition mehr, ne? Das heißt, ihr könnt doch jetzt stürmen. Perfekt. Mit dem Schmutz. Nachkommen. Abschießen. Nicht geschafft. Abschießen. Level up. Offene Verteidigung. Steht hier gerade hier offen auf dem Feld. Ah, jetzt wird zurückgeschossen hier. Düt. Vier bis acht. Kritisch. Was haben wir denn hier noch? Du musst auf jeden Fall mal einen Nachschub besorgen. Ihr die da besiegt, wenn ihr hier rüber macht.
40%. Und wenn er einfach drauf schießt. Hätte ich ruhig mal ein Level up haben können. Aber da fehlt noch ein halber Balken. Wie viele Runden hatte ich für das Ganze hier Zeit? 7. Quatsch. Muss ja Tab drücken. Verzeihung, Verzeihung. 33%, 96. Wie viel Schaden mache ich an dem 1 bis 2? Mit Zeit in der Stadt. Jetzt mache ich darüber. Den haben wir schon. Das ist halt unsere Aufklärung. Die könnte hier nochmal mitfighten, aber die wird halt auch beschossen, denn. Komm, warte mal, wir fahren da rein. Versuchen den tot zu kriegen. Oh nein, jetzt ist sie gestiegen. Extra Schaden auf einer mit niedriger Gesundheit. Können wir auch einfach allgemein mehr Schaden auf leichte Ziele machen. Ist ja sonst Haarspalterei, ist ja Quatsch. So, ich noch mit hinterher schieben einfach. Jetzt hätte ich gerne noch mal ein bisschen Geld für einen kleinen fortschrittlichen Panzer. Ah, müssen wir leider hier anfangen. 95%, mach mal weg da. Wir müssen die hier raustreiben aus der Stadt. Eigentlich muss noch der scheiß Punkt da oben, ey. Machen wir die Luftabwehr jetzt. Versuchen wir das. Da hinten ist halt auch noch eine Luftabwehr, wenn ich richtig sehe. Guck mal, den könnte man vielleicht einfach wegjagen. Der ist schon so stark angeschlagen gewesen. Den kriegen wir nicht tot, der heilt sich bloß. Den werden wir noch los. Können wir halt schneller nach oben stürmen. Hier traue ich mich halt irgendwie nicht. Hier ist noch auf jeden Fall eine Luftabwehr. Ha. So, ihr Bastarde. Ob der jetzt auf den schießt? Oder davon eine abkriegt? Na komm, wir waren noch auf den da. So viel Mist habt ihr da oben gar nicht mehr. Ich habe Angst, dass der hier schießt. Darum steht meiner da ganz gut noch. Na, wenn der hier rüberfährt, dann kann der sich da nicht mehr heilen. Die Artillerie zieht noch weiter nach vorne. Nächste Runde. Da, die fliehen. Ja, die rechte Flanke sieht jetzt noch nicht so toll aus. Gerade die Panzerabwehr, die zwei Stück da rechts, die machen mir ein bisschen Sorge. Was ist mit meiner Flak? Aua. Was haben die zerstört? Eine Infanterie war das, glaube ich. Ja, ich brauche mehr Luftabwehr, aber ich habe keine gekauft. Ui.
Ui, kommt da was vorgerannt. Ich dachte, wir machen da drüben auf den seine scheiß Artillerie drauf gehen. Uha. Jetzt kommt da oben richtig der richtig harte Shit an. Da ist die nächste Panzerabwehr, wie erwartet. Ja, gleich wieder Level ab, alle Level 100, komm. Mann, ey. Und will auch verpissen. Ist halt auch eine Kackstelle da drüben. Noch mehr Schaden auf die da oben. Puh, könnt ihr keine Ahnung, dass hier nochmal eine ganze Formation angeschissen kommt. Na, du musst halt wieder vorfahren. Das dauert bei dir eine Weile, das ist mir schon klar. Ihr könnt gar nicht mehr schießen. Ihr könntet noch. Aber halt auch nur bis da. Ach, weiß ich noch nicht. Müssen wir gucken. Artillerie muss auf jeden Fall, also der Mörser muss auf jeden Fall Nachschub besorgen. Die Artillerie hat jeweils noch 3 Schuss. So, wo hauen wir die rein? Einen hauen wir hier rein. Dann schießt er halt nach. Keine Erfahrung gekriegt. Guck mal rüber. Die stehen da immer noch. Mach die doch mal weg. Achso, ihr habt ja wieder nur einen Schuss. Ich vergesse das immer. Den hier vielleicht mal wegmachen. Wurf auf dem Hügel. 4 bis 8, 1 bis 2. Ich kann den nicht treffen, weil der Wald im Weg ist. Ach, leck mich doch. Drauf schießen. Und eine zurück. Habe ich noch Geld? Nee, habe ich natürlich nicht. Ist hier eine Flak? Ich sehe gerade keine Flak. Ich weiß noch nicht. Hier oben sind halt auch dolle in der Bedrängnis. Aber während mein mittlerer Panzer gerade keine Mumpeln hat, dann macht er halt keinen Schaden. Der bringt dem halt auch nichts. Ohne Schaden nützt mir kein Panzer mit. Aufklärung können wir leider nicht entfernen, oder? Das ist ja eigentlich nur die eine Scheißeinheit da. Lauf mal darüber, dann kriegt er halt ein paar Schüsse ab. Ach, von da drüben ja auch noch. Ich sollte ja auch dahin laufen und nicht hier außen rum. Na gut. Habe ich nicht drauf geachtet, so genau. So, jetzt haben alle mal fleißig geschossen. Zurück kriegen wir sie jetzt nicht mehr. Aber die zwei Leichten können hier rüber. Kann man das nicht einfach stürmen, das Feld? Kann das vielleicht auch der Schwächere stürmen? Ja, kann er. Du noch inne vor. Kannst du die stürmen? Beide. Okay. Haben wir noch eine Truppe, die mitschießen können? Was ist denn, wenn wir ihn vorschicken? Ja, das hier stürmt. Der hat 100%. So, hier, der ist gestiegen. Der Sturmangriff? Doch, hat funktioniert. Ich bin gerade gewundert. Ich könnte noch eine vorfahren und nochmal versuchen. Nur 14%. Ich habe heute noch 2 Luftschläge. Meine Panzerabwehr steht halt das ganze Match schon nicht besonders. An der Stelle laufen die hier nachher ran und machen das Ding kaputt. Hier kommt die Infanterie, macht sie platt. Ich bräuchte hier oben. Meine kommen halt nicht weg.
Hier machen nur noch 1 bis 2. Komm, versuchen wir dein Glück. Das war nicht allzu viel. Schieß du nochmal nach. Du schießt nochmal nach. So, die Moral von denen ist zerfetzt. Ihr haut ab. Verschanzt euch neu. Shit. Ein Aufklärer fährt vor. Und vertreibt den da. Und sehen wir, was hier hinten noch so lauert. Also komplett besiegt. Da sind sie nämlich. Die wollte ich ja mir schon holen, mit denen ja, aber es hat ja nicht so funktioniert. Die Frage ist, kriege ich eigentlich. Eigentlich kriege ich die nicht mehr wirklich weg. So, ich habe auch keine Lust auf weitere Flugscheiße, die hier ständig angegammelt kommt. Also muss ich mich hier schon ziemlich zentral stellen. Hier eine Panzerabwehr, falls jemand vorfährt auf meine. Dann komm, versuch mal dein Glück, vielleicht kommst du ja doch weg. So, leichte Infanterie. Ja, die könnten wir einfach davor parken. Ich glaube, die parken wir hier. So, dann haben wir noch eine mechanische Infanterie, die nahezu keine Moral mehr hat. Hier zwischen? Nee. Ich brauche die umzingelt. Ich könnte die hier drüben eventuell brauchen. Aber die Panzerabwehr wird halt eben auf die schießen. Dann fahrt mal da in den Wald. So, dann haben wir noch einen mittleren Panzer. Der kommt zumindest ein Feld vor. Ja, damit sind wir auch schon wieder durch. Leider haben wir nicht mehr. Die sind halt ultra gefährdet. Ach, die haben sich da oben wieder geheilt. Meine zwei Luftschläge. Weil ich jetzt den Abstand weggenommen habe von der einen Einheit. Natürlich, natürlich. Habe ich nicht dran gedacht. Mein Fehler. Panzerabwehr hat geschossen. Das hat den schon mal schön weggeschwächt. Gut, das ist auch nicht so schlimm, wenn er da die Infanterie jetzt vertreibt. Das hier ist viel ekliger. Das verlieren meine. Die Frage ist, ob er einen Sturmangriff macht und das ganze Feld erobert. Ja, macht er. Genau das ist das, was ich gerade befürchtet hatte. Da kommt... Nein. Boah. Mein Aufklärer auch noch weggebatzt, ey. Die wissen halt immer genau, wo alles steht. So, der ist in die Fangnahmeposition, weil von der Seite gedeckt und von der gedeckt und von hier. Okay. Ich habe ja eine Flak. Ich bin hier aber, glaube ich, nicht so gut ist. Was sind hier? Hier verliere ich die Flak? Wieso verliere ich denn die Flak, wenn ich da drauf schieße? Wegen dem Panzer oder was? Nee, die Flak kann gar nicht auf den schießen, aber deswegen verliere ich sie oder was? Komm, du steigst das mal kurz im Level. Genauigkeit klingt gut. Mach mal weg. Gut, weg. So, jetzt bist du nicht mehr in der Not. Das ist halt Sturminfanterie. Die hat auch keine Chance gegen die. Die Truppen, die Chancen haben, sind gerade zu weit weg. Die da müssen Feuer weg. Schwere Infanterie. Wir könnten die hiermit schwächen. Wir könnten hier versuchen. Den müssen wir auf jeden Fall erstmal heilen, sonst kriegt der nochmal irgendwas ab. Und bis hierhin fahren kann ich halt mit denen nichts mehr anfangen. Also müssen wir bis hierhin fahren. Und wenigstens einmal schießen. Und natürlich vorbeischießen. Mann! Ich muss nach rechts rein eigentlich nur. Ich will jetzt aber meine Einheit noch irgendwie retten. Shit, Luft mal vor jetzt. Ich muss sehen, wo ich meine Bomben drin feuere. Da hocken sie, die Schweine. Mörser. Scheiße, kommt es da eigentlich ran. Kommt eigentlich nirgends gerade ran. Hat richtig schlechte Position.
springt immer zuerst auf die Einheit da oben. Da will ich sie gar nicht haben. Aber wenn ich die halt über den Teich jetzt fahren lasse, dann können sie halt nicht mehr schießen. Gut, die hier können von hier zumindest noch einmal rinschießen. Halt, bringt mir natürlich auch nichts, wenn er nicht trifft. Denn ist mir scheißegal, wohin schießt. Kacke. Ich kann die besiegen. Ich kann die besiegen. Mach. Gucken, wohin sie fliehen. Level up. Perfekt. Das Feld jetzt noch erobern könnte. Aber ich habe halt gar nichts in der Nähe. Ich weiß halt auch nicht, was ich mit den leichten Panzern anfangen soll, wenn ich ehrlich bin. Die stehen halt in dem Wald gerade sehr, sehr beschissen. Der Mittler hat auch keine Mumpeln mehr. Der kann also nur so dekorativ rumballern. Kann die ja mal kurz vertreiben, naja. Also richtig was reißen kann der gerade nicht. Ich könnte halt hier hinfahren, um die da oben eventuell irgendwie zu erobern. Aber das wird sicherlich nicht mit einem leichten Panzer gehen, wenn da schwere Infanterie drum gammelt und mechanische. Das war nochmal ein schöner Treffer. Mann, mir fehlt halt eh ein vernünftiger Panzer. 0%, ach komm. Jetzt wird ja auch noch beschossen vorher. Wenn ich hier reinbombe. Strategisches Bombardement zieht auf ein gesamtes Hexfeld, auf dem alle Einheiten Schaden erleiden. Strategisches Bombardement entfernt zusätzlich Verschanzungsstufen und verringert die Moral. So, wenn ich den hier reindrücke. Aber ich könnte auch einfach zweimal den hier nutzen. Ist das nicht besser? Der macht 2, 4. Naja, wie viel sieht es hier aus? Wir testen mal die. Scheiß drauf. Guck mal. Bum, 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 bum. Schafft ihr die jetzt zu erobern? 98%. Komm. Ergebt euch, ihr Bastarde. 9er Einsatz. Neue Truppen. Hier unten, das schafft er nicht bis da. Also musst du hier hin. So, einmal hier rüber. 100%, weg mit euch. Der Panzer ist, wenn wir ehrlich sind, einfach verloren. Ich hätte doch von hier aus jetzt versuchen können, aber ich muss ja meine Mission nur noch schaffen. Komm, du jagst den danach, wenn du nicht mehr keine Munition an sich mehr hast. Du kommst ohne Dach da drüben. Kann ich den mit Artillerie einfach beschießen, bis der aufgibt? Das würde sogar gehen. Zerbrochen. Artillerie. Jetzt rennt der weg. Jetzt hole ich meine wieder. Ihr stürmt ran, dann sind die umzingelt. Und jetzt könnt ihr die stürmen. Ihr Wichsers. Krass. Haben wir die doch noch am Arsch gerettet. Ich wollte sie einfach nicht verlieren. Ich wollte so unbedingt nicht, dass das passiert. Das hat doch ja funktioniert. Also alles schick. Artillerie verteilen wir mal noch mal ein bisschen. Könnt sowieso bloß noch nächste Runde einmal schießen. Dann haben sie nichts mehr. Also munitionstechnisch. Stürmen könnt ihr die nicht, weil das schwere Truppen sind, ja. Die sind halt auch auf dem Verschanzungsfeld.
Ich habe fast Angst, dass meine abnippeln. Hätte ich vielleicht gar nicht vorziehen sollen. Also könnte ich sie eventuell rauslocken aus dem Feld? Ich weiß es nicht. Ach komm, lauf vor der. Du kannst nicht mehr nach vorne. Damit haben wir alle Truppen. Ab geht's. In die letzte oder vorletzte Runde? Ich hoffe ja letzte. Alles schießt auf meine mechanische Infanterie. Oh, haben sie auch noch kaputt gekriegt, die Schweine. Und der Panzer steigt natürlich gleich wieder. Ach komm. Noch was zerstört. Nochmal Infanterie zerstört. Hm. Die hätten wir vielleicht doch nicht vorstellen sollen bei der schweren Infanterie. Nicht vor der Fresse parken. Aber ich hatte halt auch Angst, dass sie meine Panzer abschießen. Infanterie ist halt billiger als so eine Panzer. So, was macht der Mörser? Ja, bombt hier mal ein bisschen rum. Bombt ihn mal ein bisschen. Dann kommt ihr dazu. Kommt ihr auch noch dazu. Komm, schießt da einmal drin. Was ist das denn? Jetzt rennen die weg. Das wäre Pussyköppe. Ich wollte die doch erobern. Jetzt muss der das machen. 70% nur. Warum sind diese Kacke? Jetzt aber 100. Schieß mal den da weg. Gott, kriegt meiner da viel Schaden. Dann müssen wir da reinschießen und wieder zurückfahren. Hätte ich vielleicht Feuer machen sollen. Einfach alles vorschieben nochmal. So, vereint euch wieder. Kriegt ihr jetzt eine Badeerfahrung. Schieß mal da rein. Jetzt hauen sie ab. Ich weiß ja nicht, was da hinten noch haust. Schieß mal da rein. Die hauen nicht ab. Ist ja kein Bock drauf. Geh mal dahin. Geh mal dahin. Panzerabwehr. Ich auf die Schieße, rennen die denn weg? Kommt so eine Moral, dann rennen die weg. 10% Chance, die zu erobern. Nee. Sie ergeben sich beim Schießen. Der ist doch jetzt hier gar nicht mehr angeheftet. Ich habe keine feindliche Kontrollzone mehr. Ach komm. Ach, das ist ein Quatsch. Ich wollte den doch einfach nur umzingeln. Den hätte ich ihn da jetzt auch schießen lassen können. Ach komm. Was haben wir denn hier noch für Hansel? Kommt der Kinder mehr ran an die Feinde? Na komm, lauf nach da vorne. Könnt
Uhr nicht mehr machen. Alle durch. I. Schwächen wir nochmal die Panzer ab hier. Damit ihr hoffentlich nichts noch kaputt kriegt. In der letzten Phase hier. Verschanzen sich einfach nur. Okay. Das ist meine 7. Runde. Und der muss ich schaffen. Verreckt. Ach, ich habe keine Munition mehr. Stimmt ja. Habe ich ja letzte Runde noch gewusst. Jetzt schon wieder vergessen. Ach, dann hol ich einfach Munition. Ich weiß, ich kann hier einfach reinfahren. Ich will mir die aber unbedingt noch holen, ey. So, ergibt euch. Verdammt schön, verdammt schön. Und hier die fortschrittliche. Ne, wo ist denn hier meine Sturminfanterie? Das ist doch die Sturminfanterie. Ihr erobert das Feld. Tada! Schon wieder einiges verloren, Alter. 13 Einheiten. Aber immerhin 29 vernichtet. So, letztes Mal habe ich ja vergessen. Jetzt machen wir aber das Endvideo. Despite the success of our landing and initial offensive, the fate of the Sicilian campaign is not decided yet. We know for a fact that the success of this operation had major political implications. It caused panic in Rome, with the Italian leaders captured and imprisoned Benito Mussolini. The command has been handed over to Marshal Pietro Badoglio. The new cabinet will most likely be more willing to agree to a ceasefire and might even accept a truce with the Allies given enough time. Das war das Ende. Ich habe kurz geträumt. ich danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.